Hallo und herzlich willkommen bei Antalya City Livestream. Wir haben heute wieder einen ganz, ganz herrlichen Tag von 20 Grad gehabt. Und morgen soll es ja nicht so schön sein, das Wetter. Aber nur morgen, an alle, die jetzt die nächste Zeit kommen sollten, nicht irgendwie Angst haben, dass das Wetter nicht gut wird. Morgen ist es bewölkt, es soll zum Abend ein bisschen regnen. Aber heute hatten wir sehr tolles Wetter und übermorgen ist wieder sehr tolles Wetter und das wird auch eine Zeit lang so gehen. Und ich mache jetzt hier einen kleinen Spaziergang in Evrenzeki zum Sonnenuntergang und dann wollte ich auch gerne mitnehmen, damit ihr auch mal heute schaut, wie es jetzt Ende Februar hier ausschaut und was sich alles getan hat. Es ist ja auch schon ein paar Tage her, dass wir hier waren. Ich bin hier gerade zwischen dem Serra Resort und dem Sunis Evren Beach, direkt am Fluss. Den sieht man auch hinter mir und ich werde einmal die Kamera drehen. Und dann wissen auch schon viele, wo wir hier sind. Wir schauen gerade in Richtung Ortsmitte. Da sieht man noch das Barut Bay Suite Hotel. Genau geradeaus. Hier sieht man das Evren Beach Hotel. Wir haben eine ganz, ganz tolle Abendstimmung. Es geht gar kein Wind. Schaut mal, alles steht still. Das Wasser ist auch sehr, sehr ruhig. In dem Fluss optimal zum Angeln. Und hier in dem Fluss sieht man immer Angler an verschiedenen Stellen, so wie hier zum Beispiel. Und wenn man hier in diesem Fluss angeln will, darf halt kein Wind sein. Wenn kein Wind da ist, dann hat man die Chance, hier was zu fangen. Und drüben das Serra Resort Hotel. Und wenn wir hier geradeaus weitergehen, kommen wir auch direkt zur Schildkrötenbrücke, zur Flussmündung. Aber mittlerweile wissen das auch sicherlich sehr viele Leute, die hier die Videos öfters anschauen. Denn ich bin ja auch öfter unterwegs und viele schauen sich auch gerne die Videos an. Und es kommen auch viele Leute bei mir ins Geschäft und in den Laden und sagen, dass sie sich sehr über die Videos freuen und dass sie sich gut auskennen. Die wissen, auskennen mittlerweile, die wissen, wo die Wege hinführen, die wissen, wo sie hingehen müssen, wo sie hin können. Das freut mich auch sehr, dass euch die Videos gefallen und dass ihr euch das anschaut und dadurch auch hier in der Türkei gut klarkommt, wenn ihr hier vor Ort seid, in den Ortschaften. Und ich danke auch immer fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren. Und wie gesagt, weil es euch gefällt und weil es euch auch weiterhilft, hier im Urlaub oder auch für die allgemeine Information hier von der Türkei. Daher mache ich auch die Videos aus reiner Hobbysache. Und ich gehe halt gerne spazieren. Und dann nehme ich euch halt auch gerne mit. Und jetzt sind wir heute hier in Evrenzeki zum Sonnenuntergang. Die Sonne geht mittlerweile um 18:45 Uhr unter. Die Tage werden länger. Bald kommt die Sommerzeit. In circa einem Monat wird ja die Zeit wieder umgestellt. Zurzeit haben wir immer noch 2 Stunden Unterschied zu Deutschland. Aber ab der letzten Märzwoche haben wir dann wieder 1 Stunde Unterschied. Und dann merken wir auch bei uns, dass der Sommer kommt. Also nicht mehr lange. Dann ist hier die Sommersaison. Aber der Ort Evrenzeki ist auch im Wintertourismus sehr belebt. Schaut mal, hier sieht man ein paar Urlauber. Evrenzeki und Kumköy, zum Teil aber Kumköy, in Evrenzeki ist mehr los. Und hier sind wir jetzt auf der Promenade mit dem Blick in Richtung Kumköy. Und da sind wir gleich bei der Schildkrötenbrücke. Thank you.
Das ist hier die Schildkrötenbrücke, jetzt zum Abend. Im Sommer sieht man hier immer Schildkröten. Und das ist hier der Blick in Richtung Ortsmitte. Zur tollen Abendstimmung. Im Fluss ist sehr, sehr wenig Wasser. Und da steht ein Kran. Da wird also schon wieder was gemacht. Ja, und viele bereiten sich auch zum Abendessen vor. Wir können ja mal heute in Richtung Cholakle gehen. Mal sehen, was sich hier alles getan hat, wie es hier ausschaut. Hier ist ja der Brunnen, wo man immer sehr viele Tiere sieht. Vor allem Hunde und Katzen. Hier haben wir jetzt auch neulich eine Katze zum Tierarzt gebracht, die Nierenprobleme hat und was mit den Zehen, die ist zur Behandlung beim Tierarzt. Heute haben wir hier eine Katze zum Tierarzt gefahren, die war aber schwanger, zum Kastrieren. Und dann kam noch eine Katze hier von der Promenade vorhin, von einer Urlauberin, die Mundprobleme hatte. Und die ist jetzt auch beim Tierarzt ein paar Tage zur Behandlung. Und hier sind wir jetzt vom Seher Star Hotel. Seher Resort, Entschuldigung, das Seher Star ist ja ein Kumpel. Und wir gehen mal hier ein Stück. Die Promenade entlang. Walczę o terytorium może. Nie no, nie będę ci mówić. Hier gehen wir jetzt am Seashell vorbei. Hier ist das Seashell Hotel, was jetzt zurzeit zu hat. Nebenan kommt das Commodore Elite Hotel, das 18 Plus Hotel. Das Hotel ist ab 18, an alle, die es noch nicht wissen. Hallo. Und hier sieht man den öffentlichen Sportplatz. Die Sportgeräte darf jeder nutzen, die man hier sieht. Die Mülleimer, da darf jeder was reinschmeißen. Und auf die Bänke darf sich auch jeder aufsetzen, die man hier sieht. Das ist alles von der Gemeinde. Aber hier auf dem Rasen zu gehen oder auf dem Rasen Picknick zu machen oder sonst was ist hier untersagt. Das soll man nicht machen. Du hast keine Tasche. Und hier mal das Commodore Elite Hotel, was hier zu sehen ist. Und nebenan folgt gleich das Evren. Entschuldigung, das Adalia Ocean Deluxe Hotel. Evren ist hier in die andere Richtung, Entschuldigung. Das Adalia Ocean Deluxe.
und man sieht schon, dass einige Menschen unterwegs sind. Die Hotels, die jetzt aufhaben, sind noch nicht so unbelebt. Überall sind viele Menschen da. Da sieht man das Adalia Ocean Deluxe Hotel. Der Strandabschnitt vom Cedar Sunport wird vorbereitet. Das sieht man auch. Das ist da an der Arbeit. Und wir gehen gerade in Richtung Cholakle. Da vorne sieht man schon eines der Camellia Hotels. Da hat man geradeaus im Blickfeld. Und an der Stelle sieht man immer viele Katzen. Da stehen auch die Katzenhäuser. Genau, da vorne. Ja, und das ist hier die Promenade von Evrensecki. Was aussieht wie ein Park. Der Blick zum Meer ist hier wegen den ganzen Beachbars ein bisschen blockiert. Und man hat hier viele Pflanzen und Bäume, wo man auch tolle Bilder machen kann. Und diese Wege führen alle bis in die Ortsmitte und bis zu den Haupteingängen von den Hotels. Jeder Weg, den man da sieht. Auch überall tolle Pflanzen, wie gesagt. Und da geht es wieder zurück. Man geht an den Beachbars zurück. Von hier aus. Und dann sind wir gleich auf der Seite von Cholakle. Auf der Promenade. Auch natürlich verkehrsfrei. Man sieht, dass hier auch diese Stangen hier stehen, dass kein Auto hier hoch fährt. Und da haben wir die herrliche Sonne. Jetzt nochmal im Blickfeld. Es war ein bisschen bewölkt, aber trotzdem ein sehr schöner Anblick. Und die Promenade führt bis zum Militärstützpunkt. Und dann hört die auf. Aber hier ist die Promenade ganz angenehm. Hier hat man einen tollen Blick vor der Camellia World in Richtung Meer, wenn man da geht. Aber da gehen wir einen anderen Tag lang. Wir gehen mal hier zum Strand runter. Das ist hier so ruhig heute. Das sieht so angenehm aus am Strand. Also wie an einem Sommertag.
Das Meer ist wie ein See heute. Ganz schön ruhig. Ich bin gespannt, wie es morgen wird. Denn morgen soll es ja bewölkt sein, das Wetter. Und vergiss auch nicht, das Video zu teilen, um den Leuten zu zeigen, was einen erwartet, wenn man Ende Februar, Anfang März herkommen sollte. Das wird auch jetzt im Februar das letzte Video sein hier in Evrenseki. Der Februar ist ja auch bald vorbei. Ich versuche auch jeden Tag ein Video für euch zu machen hier in der Region, um euch immer auf den Laufenden zu halten. Aber das war diesen Monat jetzt unser letztes Evrenseki-Video. Morgen haben wir schon den 26. Februar und wegen dem Schaltjahr haben wir dann noch 3 Tage. Und die 3 Tage werden dann woanders gefilmt. Dann sind wir wieder Anfang März irgendwo in Evrenseki. Das ist ein toller, feiner Sand. Und was für ein herrlicher Sonnenuntergang. In einer Viertelstunde ungefähr geht die Sonne unter. Um 18.45 Uhr ist die Sonne nicht mehr da. Ja, und das Meer ist, wie gesagt, ganz ruhig. Hier der Blick in Richtung Cholakle, Yunodo, Antalya mit dem tollen Licht. Hier einmal der Blick in Richtung Ortsmitte, Hotels von hier aus gesehen. Und da der Blick in Richtung Side, wo man die Hafenmauer sieht von Evrenseki. Gerade mal die schöne Aussicht. In Richtung Sonnenuntergang. Und wenn die Sonne scheint und wenn es ein herrlicher Tag ist, hat man immer einen tollen Sonnenuntergang hier in Evrenseki. Und die Leute, die jetzt im März kommen sollten, wenn die Sonne scheint, haben die immer so einen tollen Sonnenuntergang. Und bald machen auch viele Hotels wieder auf. Viele Hotels gehen dann in die Sommersaison. Und wenn dann viele Hotels aufhaben und die Hotels gut vorbereitet sind, dann werden wir auch natürlich wieder viele Hotels vorstellen. Daher nicht
vergessen, den Kanal Antalya City Livestream bei Facebook, YouTube, Instagram und TikTok zu abonnieren. Dann bekommt man eine Benachrichtigung, wenn hier ein Video gestartet wird. Und vielleicht ist es dann eine große Hilfe bei der Auswahl der vielen Hotels, welches man dann buchen würde. Denn wir zeigen ja eigentlich alles im Hotel, was man sehen sollte, wenn da ein Hotelvideo kommt. Von Rezeption bis Strandabschnitt. Die ganze Zeit, die wir direkt am Strand sind. Eigentlich alles, was man so sehen sollte. Von daher nicht vergessen, Antalya City Livestream zu abonnieren, um auch immer eine Benachrichtigung zu bekommen. Wenn ein Video gestartet wird. Oder auch die Seite Sido und Katzen, da gibt es auch nochmal die gleichen Beiträge, die hier bei Antalya City Livestream gemacht werden. Oder von Cats and Gold. Von meiner anderen Seite, bei Sido und Katzen, sieht man alle Beiträge nochmal. Von daher Antalya City Livestream und Sido und Katzen nicht vergessen zu abonnieren. Und jetzt ist die Sonne schon fast weg. Jetzt haben wir uns kurz nicht gedreht. Und da sieht man, dass die Sonne schon fast weg ist. Vielleicht das mal an. Ja, durch die Wolken kann man jetzt nicht alles so gut sehen. Aber wir erwischen sicherlich die Tage wieder einen besseren Sonnenuntergang. Als der heute. Die Sonne ist schon fast weg. Da fehlt nicht mehr viel. Schaut mal. Sie ist fast weg da. Dann ist sie gleich weg. Jetzt ist die Sonne weg. Jetzt haben wir uns doch noch hier den Sonnenuntergang angeschaut. In Evrenzeki. Jetzt ist die Sonne hinter den Wolken. Und hinter den Bergen. Und jetzt wird am Hafen die Erde ausgegraben, durch die ganzen Wellen, durch die ganzen Stürme, hat sich zu viel Erde in der Flussmündung gesammelt, sodass die Boote es schwierig haben, rein und raus zu fahren. Sieht man einige Leute, die sich auch den Sonnenuntergang mitgenommen haben.
dann gehen wir mal hier hoch. Und da sieht man, dass da gearbeitet wurde. Also im Hafen kann man vergessen, das Angeln. Da fängt man nichts mehr. Die Fische müssen sich wieder dran gewöhnen, dass da gearbeitet wurde. Ist auch kaum Wasser im Fluss. Oh. Der Hund hat die Angel von dem einen mitgenommen. War traurig für den. Jetzt war die Angel im Matsch. Da hat er Pech gehabt. Aber die Hunde haben was im Mund und gehen da spielen. Und hier nochmal der Blick in Richtung Tschollakle, hier in Richtung Ortsmitte. Und dann gehen wir mal wieder zurück. Und somit ist heute wieder ein herrlicher Tag vergangen in der Türkei, in Side, in Evrensaki. Man sieht schon ein bisschen Wolken am Himmel. Morgen soll es ja bewölkt sein. Und übermorgen wieder tolles Wetter. Und dann gehen wir wieder in Richtung Hotels, hier in der Evrensaki. Und ab nächsten Monat sieht es hier wieder ganz anders aus. Ab März wird es hier voller. Ja, und so schaut es hier jetzt aus. Ende Februar. Und mal schauen, wie es der nächste Monat hier aussieht. Und dann sind wir gleich wieder bei der Schildkrötenbrücke. Das ist hier die Schildkrötenbrücke. Und hier ist eine Katze beim Hundefutter.
Und in die Richtung sind wir gegangen, in Richtung Cholakle. Und sind am Strand wieder entlang gekommen, haben uns kurz den Sonnenuntergang angeschaut. Und der scheint sich wohl hier ganz wohl zu fühlen. Die scheint ganz glücklich zu sein, die Katze hier. Na, ein jüngeres Tier. Das ist Futter, damit spielt man nicht, das ist keine Beute. Und da oben sieht man schon, dass das Licht brennt für den Abend. Und es wird auch manchmal gefragt, wie ist die Sicherheit hier am Abend, wenn man rausgeht. Die Sicherheit ist hier 100%. Es ist hier auch Ordnungsamt unterwegs, Gendarm unterwegs und es ist hier alles Kamera überwacht. Jedes Hotel hat ein Security. Also man kann hier in Ruhe am Abend spazieren gehen, nach dem Essen zum Beispiel. Blick in Richtung Kumköy. Da sieht man wieder das Zeher Resort, das Seashell Hotel. Und man hat gesehen, dass sich nicht viel verändert hat im Vergleich zum letzten Mal, wie wir hier waren. In Evrensekiel. Vom Wetter her ist es nur besser geworden. Wir haben heute einen ganz, ganz herrlichen Tag. Ohne Wind. Und morgen, wie gesagt, ist das Wetter Tag nicht gut, aber danach wird das Wetter wieder gut. So, und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich danke euch alle fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Teilen, fürs Kommentieren. An alle, die jetzt demnächst kommen sollten, das ist die aktuelle Lage in Evrensekiel Ende Februar gewesen. Wir sind dann in circa 10 Tagen wieder hier. Schauen uns das dann in 10 Tagen hier wieder an. Also alle 10 Tage zeigen wir euch immer hier die Gegend Evrensekiel. Dann möchte ich mich heute verabschieden. Hier steht auch wieder mein Auto. Ich sage dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.